In dieser Sekunde geht die bekannte Tür im Bundeskanzleramt auf und der Innenminister, der Vizekanzler, der Bundeskanzler und der Gesundheitsminister sind heute hinter Plexiglasscheiben vor die Presse getreten, um über weitere Details in dieser Situation zu informieren. Damen und Herren, wir dürfen Ihnen heute einen Überblick geben über die Situation in Österreich und versuchen auch vorsichtig einen Plan zu formulieren, wie es nach Ostern weitergehen kann. Zuvor möchte ich aber einleitend noch einen schnellen internationalen Überblick geben und da zeichnet sich leider kein gutes Bild. Die internationale Situation ist dramatisch. Wir erleben, dass sich das Coronavirus weiter immens ausbreitet. Wir haben in den USA über 350.000 Infizierte, in Frankreich bald 100.000 Infizierte. Und das Schlimmste sind natürlich die Todeszahlen. In unserem Nachbarland Italien über 15.000 Tote, in Spanien über 12.000 Tote. Und diese Liste könnte man lange so fortsetzen. Wir haben in Österreich schneller und restriktiver reagiert als in anderen Ländern und konnten daher bisher Schlimmstes verhindern. Die schnelle und restriktive Reaktion gibt uns jetzt aber auch die Möglichkeit, schneller wieder aus dieser Krise herauszukommen. Allerdings nur, wenn wir weiter alle konsequent die Maßnahmen einhalten und so gut zusammenstehen, wie wir das bisher gemacht haben. Ich beginne daher heute zunächst einmal mit einer großen Bitte. Die Osterwoche wird eine entscheidende Woche für uns sein. Es wird eine Woche sein, die ausschlaggebend dafür ist, ob die Wiederauferstehung nach Ostern, die wir uns alle wünschen, auch so stattfinden kann. Und daher ist meine große Bitte zu Beginn, halten Sie sich weiter an die Maßnahmen, meiden Sie soziale Kontakte, halten Sie Abstand, wenn Sie im öffentlichen Raum unterwegs sind, vor allem aber feiern Sie nicht gemeinsam mit den Verwandten, der Familie, den Freunden, sondern bleiben Sie zusammen mit den Menschen, mit denen Sie auch gemeinsam wohnen. Das ist ganz, ganz zentral und nur wenn wir das alle auch leben in dieser Woche, wird es möglich sein, dass wir den Plan, den ich jetzt präsentieren darf, auch wirklich zustande bringen. Es war eine äußerst schwierige Aufgabe, einen Plan für die nächsten Wochen und Monate zu erstellen, denn Sie alle wissen, es gibt wenig internationale Referenzbeispiele und es ist für uns alle nicht im Detail vorhersehbar, wie sich die Ausbreitung der Krankheit entwickeln wird. Wir haben dennoch versucht, nachdem Sie, liebe Österreicherinnen und Österreicher, zu Recht eine Perspektive wollen, wir haben dennoch daher versucht, einen Überblick zu geben, wie eine schrittweise Öffnung unserer Gesellschaft wieder stattfinden kann. Und ich darf versuchen, nun dieses Bild zu zeichnen, das wir uns als Zielsetzung vorgenommen haben. Unser Ziel ist, dass mit 14.04., also mit Dienstag nach Ostern, kleine Geschäfte bis 400 Quadratmeter sowie Bau- und Gartenmärkte wieder öffnen dürfen. Selbstverständlich unter sehr strengen Sicherheitsvorgaben, was das Tragen von Masken, die Desinfektion, aber auch eine limitierte Anzahl von Kunden pro Geschäftslokal betrifft. Ab dem 1.5., also ab dem 1. Mai, ist unser Ziel, dass alle Geschäfte, Einkaufszentren und Friseure wieder öffnen dürfen. Auch hier natürlich unter ganz besonderen Schutzvorkehrungen. Alle anderen Dienstleistungen, Gastronomiebetriebe und Hotels werden frühestens mit Mitte Mai stufenweise öffnen können. Auch das unter besonderen Sicherheitsvorschriften. Die Entscheidung dazu, ob das so möglich sein wird, wird Ende April getroffen. Was den Bildungsbereich betrifft, so wird die Matura, aber auch die Lehrabschlussprüfung dieses Semester stattfinden, unter besonderen Auflagen, die der Bildungsminister noch genau erläutern wird.
Der Schulbetrieb wird jedenfalls bis Mitte Mai als Homeschooling fortgesetzt werden müssen. Eine Entscheidung über die Vorgehensweise nach Mitte Mai wird auch Ende April getroffen. Die Betreuung in den Schulen ist weiterhin sichergestellt und kann von allen genutzt werden, die diese Betreuungsmaßnahmen brauchen. Und ich sage dazu, es ist auch keine Schande, wenn man es zu Hause nicht mehr aushält, in der Familie auf engstem Raum einige Tage einmal dieses Betreuungsangebot in Anspruch zu nehmen. Was die Universitäten betrifft, wird dieses Semester der Lehrbetrieb weiterhin ausschließlich digital stattfinden. Prüfungen und Forschungstätigkeit sollen aber so weit als möglich durchgeführt werden. Veranstaltungen werden in Österreich jedenfalls bis Ende Juni keine mehr stattfinden. Eine Regelung für den Sommer wird Ende April entschieden werden. Mir ist bewusst, dass es sehr viele Detailsfragen zu den unterschiedlichen Bereichen geben wird. Es wird daher zu den Bereichen Bildung, Sport, Kultur und Veranstaltungen sowie zur ganzen Thematik Reisefreiheit eine eigene Information in 4 Pressekonferenzen der jeweilig zuständigen Ministern in den nächsten Tagen und der nächsten Woche geben. Letzter Punkt. Die Ausgangsbeschränkungen, die wir derzeit haben, werden bis Ende April verlängert. Das bedeutet, es gibt 4 Gründe, das Haus zu verlassen. Erstens, um arbeiten zu gehen. Zweitens, um einkaufen zu gehen. Drittens, um andere Menschen zu unterstützen. Und viertens, um sich die Beine zu vertreten, frische Luft zu schnappen oder Sport im Freien zu machen. Meine große Bitte ist, liebe Österreicherinnen und Österreicher, dass Sie, auch wenn es schwerfällt, weiter diszipliniert alle Maßnahmen einhalten. Wenn wir das nicht tun, dann wird es unmöglich sein, diesen ambitionierten Plan, den ich gerade präsentiert habe, durchzusetzen. Unser Ziel ist es, schneller als andere wieder aus der Krise herauszukommen, aber das wird nur funktionieren, wenn wir zusammenstehen und alle auch wirklich ihren Beitrag dazu leisten, dass es uns gelingt, das Schlimmste zu verhindern und gut diese Krise zu überstehen. Es wird selbstverständlich, wie immer angekündigt, Begleitmaßnahmen brauchen, damit wir schrittweise wieder zu so etwas wie einer neuen Normalität zurückkehren können. Das ist zum Ersten der Schutz der gefährdeten Personen. Der Gesundheitsminister wird noch darauf eingehen. Das ist eine Containment-Strategie. Und das ist zum Dritten natürlich die neue Normalität, also das Abstandhalten und das Tragen von Masken oder von einer Bedeckung von Mund und Nase. Diese Bedeckung von Mund und Nase, die wird verpflichtet und ausgeweitet ab nächsten Montag nicht nur in den Supermärkten und Geschäften, sondern auch in öffentlichen Verkehrsmitteln. Was den Arbeitsort betrifft, ist es eine Entscheidung, die von Arbeitgebern und Arbeitnehmern gemeinsam im Einvernehmen getroffen werden soll. Warum? Weil die Situation in den unterschiedlichen Betrieben sehr, sehr verschieden ist. Abschließend, sehr geehrte Damen und Herren, ersuche ich Sie dringend, in dieser Woche zu Ostern, auch wenn es schwerfällt, noch einmal alles zu geben, Abstand zu halten und die Maßnahmen einzuhalten. Ich ersuche Sie dringend, dass wir durchhalten, auch wenn es schwerfällt, weil alles andere bedeutet, dass die Krankheit sich wieder schneller ausbreitet und wir de facto das verspielen, was wir jetzt in den letzten 3 Wochen zustande gebracht haben. Ich hoffe, dass wir weiterhin in Österreich so erfolgreich unterwegs sein können und dann gemeinsam schon bald zurückblicken können und sagen können, wir haben die Krankheit besiegt, wir haben gemeinsam Leben gerettet und wir haben auch schneller und besser als andere Staaten das wirtschaftliche Comeback geschafft. Wir sind bisher besser durch die Krise gekommen als die meisten anderen Länder. Wir haben die Chance, dass sich das so fortsetzt, aber nur, wenn wir weiterhin zusammenstehen und wenn jeder Einzelne seinen Beitrag leistet, auch wenn es schwerfällt.
Darum bitte ich Sie. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Jetzt bitte Herr Vizekanzler. Bitte schön. Ja, ich möchte auch mit einem Dank beginnen bei allen, die in Österreich leben und bisher so großartig zusammengehalten haben, zusammenhalten im Sinne des Durchhaltens. Deshalb unser Appell, weiter durchzuhalten, insbesondere bis nach Ostern und auch für das Zusammenhelfen. Wir erleben eine Hilfsbereitschaft quer durch die Bevölkerung, die eben großartig ist. Insgesamt standen und stehen wir vor großen Herausforderungen, immer noch. Aber wir haben auch schon große Erfolge und es wird eine große Kunst sein, diesen erfolgreichen Weg fortzusetzen, nämlich in großer Verantwortung ständig abzuwägen, was die jeweils nächsten günstigen, besseren Schritte sind. Die Herausforderungen haben wir, glaube ich, gemeistert, objektiv betrachtet, entlang der angesprochenen Zahlen. Hätten wir, und deshalb auch der Dank an die Bevölkerung, weil die ja hier mitmacht, das sind ja lange nicht wir alleine hier, hätten wir zu langsam gehandelt, hätten wir zu unkonkret gehandelt, wären die Zahlen, die relevanten Zahlen und Kurvenverläufe völlig andere. Auf diese Art und Weise haben wir im Vergleich zu anderen Ländern einen dramatischen Rückgang, jetzt im positiven Sinn, aller relevanten Zahlen. Der Herr Gesundheitsminister wird ja noch darauf eingehen. Und jetzt ist es aber, und darauf wollte ich speziell raus, die große Kunst, nicht nachzulassen. Weil wir erleben zweierlei. Wir erleben die Zurufer, die sagen, das ist ja alles nicht so schlimm, schaut euch die Zahlen an. Aber denen können wir nur zurückrufen, auch in Österreich würde die konkrete Gefahr bestehen, oder sie hat auch bestanden, dass wir zigtausende Tote riskieren, in manchen Modellrechnungen über 100.000. Und ich werde nicht aufhören, auf das ständig hinzuweisen, weil es ja auch für die Zukunft relevant ist. Ich habe von der großen Kunst und der großen Verantwortung gesprochen. Weil wir eben so erfolgreich sind, die Zahlen werden ja kommen, unterstelle ich einmal, dass wir relativ geringe Durchseuchungsrate haben. Wenn das aber so ist, ist beim falschen Setzen der Maßnahmen, der Lockerungen nämlich, oder beim zu früh Aufmachen dort oder da, die große Gefahr, dass alles wieder von vorne losgeht. Alles wieder von vorne losgeht. Ob 100% der Bevölkerung nicht immun sind, oder 99 oder 98 macht für die Kurvenverläufe relativ wenig Unterschied. Und wir haben eben nicht den Weg gewählt, anzustreben, möglichst rasch eine Durchseuchungsrate viel größerer Zahl zu erreichen. Das hätte nämlich bedeutet, dass wir auf dem Weg dorthin, genauso wie in anderen Ländern, die ja alle auch das versuchen, das Ruder herumzureißen, diese zigtausenden, um nicht zu sagen über 100.000 Tote, auch in Österreich zu riskieren. Also wird es dabei bleiben, immer Informationen zu beschaffen, die Lage zu beobachten und die weiteren Maßnahmen so gut wir können, Prognose und Fakten basiert zu treffen und um Verständnis dafür zu werben, dass einerseits die Maßnahmen, die verordnet werden, aber andererseits auch die Empfehlungen, wo wir sehr stark auf das freiwillige Verhalten setzen, das sollte man ja nicht vergessen, dass wir hier einen Mix machen von wegen Überwachungsstaat. Ein Mix, wo auch die Freiwilligkeit eine große Rolle spielt, weil wir nämlich im Unterschied zu anderen Ländern die Regelungen da oder dort bis jetzt schon lockerer gehabt haben, nichtsdestotrotz erfolgreicher. Genau mit diesem Mix aus verordneten Maßnahmen und Empfehlungen, wo wir eben auf die Mithilfe der Bevölkerung und der Einwohnerinnen und Einwohner angewiesen sind. Dieser Weg soll weitergegangen werden und auf dieser Strecke werden wir zweiwöchentlich, dreiwöchentlich, je nach zur Entscheidung anstehender Maßnahme, immer wieder dieses Nachmessen und Vorausschauen betreiben. Das heißt, dieser vorgestellte Zeitplan ist immer auch davon abhängig, ob wir so günstig unterwegs sind wie jetzt, so stabil bleiben wie jetzt, und dann kann jeweils der nächste Schritt gesetzt werden. Das ist unser Plan. Es gibt für alles jetzt Daten.
Aber wir können nur immer so weit gehen, wie es die Situation zulässt. Und das Ziel ist und bleibt, dass wir die Grenzen des Gesundheitssystems, insbesondere der intensivmedizinischen Kapazitäten, nicht sprengen. Nicht sprengen. Und ich erspare jetzt genau Ihnen und allen, die zuhören, das Zitat, wie es in anderen Ländern ausschaut, wo das eben nicht gelungen ist. Aber das leitet uns nach wie vor. Und ja, da ist sehr viel möglich. Gemeinsam mit der Wirtschaft. Es geht also um die Abwägung allererstens immer noch der gesundheitspolitischen Einschätzungen, zweitens der gesellschaftspolitischen, weil es gibt natürlich Einschränkungen, drittens auch der sozialpolitischen und durchaus und ja vor allem der wirtschaftspolitischen Maßnahmen. Und in diesem Quartett wird sich das abspielen. Und mit diesen vier Eckpunkten werden wir das Terrain vermessen, was sich da drinnen ausgeht. Ja, und es geht sich einiges aus. Ich will das gar nicht wiederholen. Ich habe nur die Motive und die Entscheidungslagen zugrunde gelegt noch einmal. Eines möchte ich dann noch herausgehoben verstärken. Ja, es klingt schmerzlich, es ist schmerzlich. Veranstaltungen welcher Kategorie auch immer werden bis Ende Juni nicht stattfinden. Wir haben uns das nicht leicht gemacht, wir haben das abgewogen, aber ein Element haben wir damit jetzt einmal sicher eingeführt und versuchen hier wenigstens dieses Bedürfnis zu stillen, dass es Planungssicherheit gibt für die Veranstalter. Das ist ja auch wichtig, damit nicht noch mehr verlorene Kosten entstehen für die Betreffenden dort oder auch für uns als Staat, weil wir ja auch zu gewissen Abgeltungen uns verpflichtet haben. Deshalb Vorsichtsprinzip bis Ende Juni und auch hier gilt und gerade hier gilt Ende April, Anfang Mai Neuvermessung der Lage, dann kann man mehr sagen. Ich glaube, auch das ist zwar eine schmerzliche Erkenntnis, aber ein verantwortungsvoller Weg, der hier beschritten wird. Deshalb noch einmal und abschließend zusammenhalten heißt eben jetzt durchhalten. Und zusammenhalten heißt zusammenhelfen und ich glaube, da gelingt gerade eben Großartiges und da können wir sicherlich was mitnehmen für die Zeit nach dieser Gesundheitskrise. Und ich bin überzeugt davon, ebenso wie alle hier, dass wir als Österreich stärker und besser aus dieser Krise hervorgehen als andere. Vielen Dank, Herr Vizekanzler. Ich ersuche den Herrn Gesundheitsminister um sein Statement. Bitte schön. Sehr gerne, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wenn wir uns heute die Detailzahlen, und wir haben das gestern am Abend gemacht, heute Nacht gemacht, näher ansehen, im Detail ansehen, in die Statistik, in die Frage der Neuerkrankungen, der derzeitigen Fälle, Erkrankungsfälle, die sich in Spitalsbehandlung befinden müssen, die etwa auch in einer intensivmedizinischen Betreuung sind, im Detail ansehen, dann kann man zu einem Schluss kommen, zu einem wirklich berechtigten Schluss kommen, nämlich der erste Kraftakt auf unserem Weg ist gelungen. Wir haben die richtigen Maßnahmen zur richtigen Zeit, zum richtigen Zeitpunkt gesetzt und wir sind in dieser Frage tatsächlich auf einem guten Weg. Und das kann man sehr schön dokumentieren. Erinnern Sie sich mit mir, wir waren knapp vor Mitte März, also vor nicht einmal einem Monat, bei täglichen Steigerungsraten von 40, 42, 45%. Am 13. März, ich habe es rausgesucht als Erinnerung, sind wir bei über 41% täglicher Steigerung gelegen. Hätte sich das so fortgesetzt, wäre das eine Katastrophe geworden. Wir haben es hypothetisch, nur hypothetisch einmal durchgerechnet, wir wären dann heute bei 2,7 Millionen Erkrankten. Und es ist gelungen, diese täglichen Steigerungsraten, diese massive exponentielle Kurve zu drücken, zu verflachen, das war unser erklärtes Ziel und das ist mit heutigen Tag tatsächlich geschafft. Wir haben es geschafft, die Kurve zu verflachen und heute sind wir nicht bei 40, nicht bei 20, wir sind heute bei einer täglichen Steigerung von 1,6%. Sie sehen das hier in der Grafik ein bisschen dargestellt. Seit 9 Tagen sind wir mittlerweile im einstelligen Bereich, was die Steigerungen betrifft. Das heißt, das ist schon stabil. Das ist ein stabiler Trend, der hier vorliegt. Und alle Bundesländer waren im Durchschnitt der letzten 4 Tage jeweils unter 5%. Das heißt, sehr, sehr klar, flächendeckend in Österreich mit einem sehr klaren gemeinsamen stabilisierenden Trend hin in Richtung täglicher Reduktion.
Ein wesentliches Indiz sind aber nicht nur die täglichen Steigerungsraten, sondern sind auch die Verdoppelungszahlen. Wie viele Tage würde es brauchen, damit sich die Zahl der Erkrankten verdoppelt? Das ist ein wesentlicher Indikator. Da waren wir Mitte März in der Woche vom 16. bis zum 23.3. bei 3,6 Tagen. Auch unglaublich. Stellen Sie sich vor, alle 3,6 Tage hätte sich die Zahl der Erkrankten tatsächlich verdoppelt. Wir waren in der letzten Märzwoche dann bei 5,9% und wir sind in dieser Woche, also vom 30.3. bis 6.4. bei 16,5%. Bei 16,5 Tagen. Das heißt, nur mehr unter Anführungszeichen alle 16,5 Tage würde es eine Verdoppelung geben, gemäß dieser Zahlen. Auch das ist noch zu viel im Übrigen, aber der Trend stimmt. Er geht ganz eindeutig in die richtige Richtung. Seit gestern 9 Uhr die aktuellen Zahlen, und ich finde das besonders interessant und besonders spannend, haben wir in den letzten 24 Stunden 187 Neuinfektionen gemeldet bekommen und gleichzeitig 465 Neugenesene. Und Sie sehen, dass der grüne Balken sind immer die Genesenen. Sie sehen, dass sich die Zahl alleine in den letzten Tagen umgedreht hat, von noch vor wenigen Tagen mehr Neuerkrankten als Genesenen, nun ganz klar in Richtung mehr Neugenesene. Das heißt, die Zahl der Aktivkranken in Österreich aus Covid, aus Corona, reduziert sich derzeit jeden Tag in Summe. Und das ist die wichtigste Botschaft in Wirklichkeit, denn das bestimmt die Kapazitäten der Spitäler. Das ist die beste, konkreteste Definition. Wir sind heute bei 1074 Menschen, die sich im Spital befinden wegen einer Corona-Erkrankung, davon 250 in intensivmedizinischer Betreuung. Und auch diese Zahlen sind jetzt seit 1. April ziemlich stabil, ohne große Schwankungen. Das heißt, auch hier ist es gelungen, Stabilität zu erzeugen. Das heißt, ausgehend von sehr, sehr alarmierenden Zuwächsen Mitte März ist das auch vergleichsweise der stärkste Rückgang innerhalb der Europäischen Union, weil eben einerseits die richtigen Maßnahmen zum richtigen Zeitpunkt gesetzt wurden und weil zweitens, und das ganz große Danke dabei angeschlossen, unglaublich viele in Österreich mitmachen, die diese Maßnahmen getragen haben und sie weitertragen werden. Da bin ich absolut überzeugt. Das ist ein riesiger Erfolg, aber das ist nur ein erster Etappenerfolg. Denn diese Woche muss genauso konsequent fortgesetzt werden, was wir an Maßnahmen realisiert haben. Der Trend der letzten Wochen muss sich auch in dieser Woche verstärkt fortsetzen. Das Ziel ist, dass wir Spielraum für die Öffnung schaffen und dass wir die täglichen Zuwachsraten gegen Null bringen. Das muss das dezidierte Ziel sein. Und deswegen auch mein Appell an die Bevölkerung, hier diese Osterfeiertage nichts zu riskieren, noch einmal sehr, sehr konsequent zu sein. Gerade in diesen Tagen, ich weiß, da ist es verlockend, ein Osterfest, eine Osterfeier zu machen. Bitte darauf heuer zu verzichten, klug zu sein, vernünftig zu sein, verantwortungsvoll handeln, damit wir diesen erfreulichen Trend weiter fortsetzen. Ja, und Bundeskanzler hat schon gesagt, wir werden diese Verkehrsbeschränkungen, Ausgangsbeschränkungen fortsetzen. Und daher ist auch der Erlass, der am Wochenende für Verunsicherung gesorgt hat, nicht mehr erforderlich. Der wird mit heutigem Tag zurückgezogen, weil die Verkehrsbeschränkungen weiter gelten. Die Absenkung der Kurve war also sehr schwierig. Das war ein großes Unterfangen. Die kontrollierte Öffnung wird aber aus meiner Sicht noch deutlich schwieriger werden. Da steht ganz, ganz viel am Spiel. Da gilt es abzuwägen, zu steuern
und auch zu begleiten mit begleitenden Maßnahmen. Eine der begleitenden Maßnahmen wurde bereits gesagt, das ist die Ausweitung dieses sogenannten mechanischen Mundschutzes. Noch einmal, das muss keine erworbene Maske sein, kein erworbener Mundschutz sein, das kann auch der selbstgefertigte sein. Ganz, ganz viele produzieren derzeit selbst ihren eigenen Mundschutz. Das ist absolut okay, das ist total erfreulich und positiv. Und es geht auch genauso ein Halstuch, ein Schal oder Ähnliches. Es geht um eine Mundbedeckung de facto. Wir werden das, wie gesagt, ab kommender Woche dann auch auf die Öffis ausdehnen und überall dort, wo es Öffnungen gibt, ebenfalls diesen Mundschutz realisieren. Wir werden zweitens das sogenannte Containment verstärkt verwirklichen als Begleitung. Das bedeutet im Wesentlichen, dass wir dort, wo Erkrankungsfälle auftauchen, sichtbar werden, dass wir dort noch einmal deutlichere und noch konsequentere Bemühungen und Bestrebungen machen, diese auch zu isolieren und hier Ausbreitungen zu verhindern und damit ebenfalls zur Sicherung dieses Trends beizutragen. Wir werden auch ein umfassendes Controlling realisieren, natürlich einerseits auf Basis der täglichen Zahlen, die es zu evaluieren gibt und wo der erste Verdachtsmoment, wo es in Richtung Erhöhung gehen würde, natürlich ein Alarm und eine Sensibilisierung ist. Wir werden aber auch unsere Teststrategie an diese neue Situation anpassen und etwas verändern. Wir werden Random-Analysen von Zeit zu Zeit realisieren, damit wir auch hier auf der sicheren Seite sind. Wir werden verstärkt Prognosetools einsetzen, um uns anzusehen, wie sich die Entwicklungen weiter darstellen. Und wir werden auch die Antikörpertests verstärkt einsetzen, vor allem dort, wo es um Hotspots geht, dort, wo wir in den vergangenen Wochen schwierige Situationen hatten. Das wird also ein großes Controlling-Paket sein und wir werden selbstverständlich auch, und das ist der letzte Punkt, Sicherungsmaßnahmen für besondere Risikogruppen verstärken. Das gilt einerseits für Seniorenheime, Pensionistenheime, Altenheime. Das ist ein zentraler, wesentlicher Punkt, hier noch einmal weiter zu verstärken. Und das gilt für die sogenannten Risikogruppen, die schwerste Vorerkrankungen hatten und durch ein drastisch reduziertes Immunsystem in einer besonders schwierigen Lebenssituation im Augenblick sind. Mir ist es wichtig, wir werden durch diese Maßnahmen in der Lage sein, dass wir jederzeit, wenn etwas schiefgehen würde, auch die Notbremse ziehen können. Das ist ganz entscheidend. Das ist nach wie vor unser erstes Grundprinzip des Handelns, dass die Gesundheit im Mittelpunkt steht, dass es also wirklich zu einer kontrollierten Öffnung Schritt für Schritt kommt. Denn es darf nicht passieren, dass wir das, was jetzt ein großer Etappenerfolg ist, dass wir das gefährden und etwa die Erkrankungsfälle wieder spürbar nach oben gehen. Vielen Dank, Herr Gesundheitsminister. Herr Innenminister, bitteschön. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, die guten Zahlen, die uns der Gesundheitsminister präsentiert hat, sind darauf zurückzuführen, dass es eben diese hohe Kooperationsbereitschaft innerhalb der Bevölkerung gibt. Die Polizei ist dabei der Sicherheitspartner der Menschen und erlebt dabei viel Licht, spiegelt sich wieder in den guten Zahlen und gleichzeitig aber auch Schatten. Am Wochenende habe ich jetzt erst wieder mit einem Polizisten sprechen können, der bei einem Einsatz schwer verletzt worden ist. Es gab mehrere Männer, die in einer Gruppe zusammengestanden sind, den Sicherheitsabstand nicht eingehalten haben. Die Polizei hat sie aufgefordert, dies zu tun. Sie haben sich dem widersetzt, waren alkoholisiert. Die Stimmung wurde immer aggressiver, bis es eben so weit geendet hat, dass auch der Polizist in seinem Einsatz schwer verletzt worden ist. All das gibt es derzeit. Das sind Gott sei Dank die Ausreißer. Die Menschen in Österreich halten sich vorbildlich an die Vorgaben und Anordnungen. Und das ist auch deshalb so wichtig, so wie es der Bundeskanzler, der Vizekanzler und der Gesundheitsminister schon betont hat. Nur wenn das auch so bleibt, vor allem die nächsten 8 Tage, haben wir eine Chance, diesen positiven Trend, den wir derzeit in den Zahlen sehen, auch tatsächlich fortsetzen zu können. Die Polizei wird weiterhin eine hohe Präsenz zeigen. Wir haben durch Maßnahmen, die wir schon weit vorher gesetzt haben, dass wir nämlich einen hohen Personalstand an Polizistinnen und Polizisten derzeit in den Polizeiinspektionen haben,
die Möglichkeit, auch die Fußstreifenaktivitäten zu erhöhen. Das heißt, die Polizeipräsenz wird vor allem auch in den nächsten Tagen noch deutlicher werden, noch sichtbarer werden, weil jetzt diese 8 Tage, die vor uns liegen, die Tage der Bewährung sind. Die Tage der Bewährung sind, ob das, was bisher geleistet worden ist, auch tatsächlich Erfolg zeigen kann. Zu diesem Zweck wird der neue Erlass des Gesundheitsministers auch die Möglichkeit der Polizei geben, Organstrafen zu verhängen. Das heißt, sehr rasch auch, sollte es zu Verstößen gegen die Anordnungen kommen, auch entsprechend handeln zu können. Und nochmals zur Wiederholung, der Bundeskanzler hat schon aufgeführt. Es gibt nur 3 Gründe, um tatsächlich hinauszugehen. Das ist, um arbeiten zu gehen, um Dinge des täglichen Bedarfs zu kaufen, um Menschen zu betreuen und zusätzlich, bevor einem die Decke auf den Kopf fällt, spazieren zu gehen oder Sport zu treiben. Das ändert sich auch jetzt die nächste Zeit nicht, weil es jetzt so wichtig ist, gerade jetzt noch in diesen nächsten 8 Tagen diesen positiven Trend der Zahlen auch fortsetzen zu können und damit tatsächlich jeder wieder und jede zur Lebensretterin werden kann. Wir haben jetzt eine ganz heikle Situation, auch aus der Sicht des Innenministeriums. Die positiven Zahlen könnten dazu verleiten, zu sagen, passt, jetzt brauchen wir uns nicht mehr so streng dann halten. Jetzt können wir doch vielleicht die Familie treffen zu Ostern. Jetzt können wir doch vielleicht die Freunde einladen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Österreicherinnen und Österreicher, Menschen, die in Österreich leben, genau das bitte nicht tun. Wir sind uns alle hier bewusst, dass Ostern ein oft auch sehr emotionales Fest ist. Ein Fest der Begegnung, eine gute Zeit mit Kindern, Großeltern. Wir alle sind davon selbst betroffen, es auch dieses Mal nicht jetzt feiern zu können. Es ist wichtig, sich jetzt an diese Disziplin zu halten, damit diese Infektionskette, die positiven Zahlen, die wir gerade gesehen haben, nicht wieder nach oben klettert. Und all das, was wir uns jetzt vorgenommen haben, mit der Lockerung der Maßnahmen für die Zukunft, mit den mehr Einkaufsmöglichkeiten, dann wieder hinfällig wird. Das passiert nämlich dann, wenn die Infektionsrate wieder steigen sollte. Ein großes Danke in diesem Zusammenhang an die Polizistinnen und Polizisten im Einsatz, an das Gesundheitspersonal, die Menschen in den Supermärkten, alle, die jetzt dazu beigetragen haben, vor allem auch die Reinigungskräfte, die vergisst man oft, die dazu beigetragen haben, dass all das gemeinsam mit der Bevölkerung möglich geworden ist. Wir haben gehört, der Mund-Nasen-Schutz wird ausgeweitet ab dem 14. April. Der Mund-Nasen-Schutz ist wichtig und eine Maßnahme, vor allem um den anderen nicht zu infizieren. Auch hier die wichtige Warnung, der Mund-Nasen-Schutz, den Sie jetzt auch alle hier Journalistinnen und Journalisten tragen, schützt Sie nicht vor Infektion. Aber er hilft, jemand anderen nicht zu infizieren. Das heißt, selbst wenn ich den Mund-Nasen-Schutz trage, bleibt es weiter wichtig, den Meter Sicherheitsabstand einzuhalten. Also auch da bitte mit aller Disziplin und Konsequenz jetzt gemeinsam gegen die Ausbreitung des Virus kämpfen, dann haben wir eine Chance, dass der Trend auch tatsächlich positiv weitergeht. Es war heiß diskutiert, der Trend, der derzeit sich abzeichnet, erlaubt es. Ab 14. April werden auch die Bundesgärten geöffnet. Unter strengen Auflagen, die Zugangskontrollen werden dazu dienen, damit bei den Eingangssituationen, Sie wissen, die Bundesgärten haben alle sehr schmale Eingänge, wenn viele Menschen auf einmal hinein wollen, dass es hier zu einem geregelten Ablauf kommt, um eben auch da die Infektionsmöglichkeit zu minimieren. Sollte es da notwendig sein, wird die Polizei auch dementsprechend unterstützen. Danke. Vielen Dank, Herr Innenminister. Danke. Wir kommen jetzt zu den Fragen. Die erste Frage bitte von der Austria Presseagentur und wir kommen dann zum ORF. Bitte schön. Herr Bundeskanzler, was passiert, wenn nach dieser Lockerung, die geplant ist, die Zahlen wieder nach oben gehen? Gibt es einen Notfallplan? Ja, der Gesundheitsminister ist schon darauf eingegangen. Wir haben selbstverständlich immer die Möglichkeit, die Notbremse zu ziehen. Und wir müssen das auch machen, wenn es notwendig ist. Was wir versucht haben, ist in wirklich Tage- und nächtelanger Arbeit einen Plan auszuarbeiten, wie es weitergehen kann, eine Perspektive zu geben. Aber ich sage dazu, wir werden täglich die Entwicklung genau beobachten und analysieren. Und wir werden natürlich nachschärfen und adaptieren, wenn es möglich oder wenn es notwendig ist. Grundsätzlich haben wir eine fixe Perspektive für die 4 Wochen nach Ostern gezeichnet. Alle weiteren Entscheidungen darüber hinaus werden Ende April getroffen. Sie haben wahrscheinlich bemerkt in den Ausführungen, es gibt sehr fixe Daten bis Mitte Mai. Wir wissen fix, was es bis Mitte Mai oder auch Ende Juni nicht geben wird. Aber eine Entscheidung darüber hinaus, die wird Ende April stattfinden. Wie zum Beispiel die Frage, kann es im Sommer Veranstaltungen geben
oder nicht und wenn ja, wie? Oder auch die Frage, wie geht es mit der Schule ab Mitte Mai weiter? All das kann aus heutiger Sicht nicht bewertet werden und daher wollen wir hier auch keine fiktiven Aussagen treffen. Danke sehr, dann ORF, bitteschön. Ich hätte ein paar Verständnisfragen. Sie haben gesagt, die Matura wird stattfinden, aber wird sie auch ab 18. Mai stattfinden? In Ihrer angesprochenen Containment-Strategie, da geht es immer auch um die Rotkreuze. Sind Sie da für eine Verpflichtung oder für eine freiwillige Nutzung? An den Gesundheitsminister und an den Ostererlass, Sie haben da gestern noch angekündigt, eigentlich auch zu regeln, Begräbnisse, Hochzeiten und vor allem Corona-Partys zu unterbinden. Wenn Sie das jetzt ganz zurückziehen, bleiben diese Bereiche ungeregelt. Und die letzte Frage, weil der Rewe-Konzern einen Euro für diese Mund-Nasen-Schutzmasken verlangt, das ist eigentlich ein Widerspruch zu dem Erlass, den Sie erlassen haben. Wie gedenken Sie da vorzugehen? Ich darf vielleicht drei Fragen beantworten. Ich beginne einmal mit der ersten Frage, was die Matura betrifft. Alle Details zur Matura, aber auch zum Bildungsbereich in Summe wird der Bildungsminister noch diese Woche in einer Pressekonferenz darlegen. Es stellt sich bei der Matura ja nicht nur die Frage des Wanns, sondern vor allem auch die Frage des Wies. Da wird es viele notwendige Schutzmaßnahmen geben, bis hin zum Tragen von Masken. Das wird der Bildungsminister alles im Detail Ihnen in den nächsten Tagen erklären und Ihre Fragen auch beantworten. Zum Zweiten, was die Containment-Strategie betrifft, da kann der Gesundheitsminister im Detail darauf eingehen. Grundsätzlich gilt, dass Containment 3 klare Bereiche umfassen muss. Das ist zum Ersten das Tracking, ganz gleich, ob jetzt digital oder durch Gespräche von Ärzten oder Polizisten. Zum Zweiten natürlich die Notwendigkeit der Testung der Infizierten, aber auch der Verdachtsfälle. Und zum Dritten die Isolation der Infizierten und der Verdachtsfälle. Da arbeitet das Gesundheitsministerium gerade gemeinsam mit den Bundesländern und den Gesundheitsreferenten dort an einer Gesamtstrategie. Dritte Frage, was die Mund-Nasen-Schutz-Thematik betrifft, so ist es so, dass die Supermärkte die Möglichkeit haben, den Selbstkostenbeitrag weiter zu verrechnen. Wir werden hier sehr genau kontrollieren, dass maximal der Selbstkostenbetrag verrechnet wird und hier kein Gewinn erzielt werden kann. Das wird auch der neue Erlass so regeln. Ja, und was die Zusatzfrage Ostererlass zur Präzisierung betrifft, der kann deswegen aufgehoben werden, weil eben die Verkehrsbeschränkungen fortgesetzt werden. Mit den Verkehrsbeschränkungen gibt es auch eine rechtliche Handhabe gegen Corona-Partys. Und damit ist die rechtliche Sicherheit gegeben, die Rechtssicherheit gegeben, ohne dass es zusätzliche Rechtsschritte braucht. Soweit die Pressekonferenz von Gesundheitsminister Rudolf Anschober, Bundeskanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Werner Kogler und Innenminister Karl Nehammer.